Wir sind Reisende aus Justizian. Mein Name ist Johann, ich bin Richter. So? Ja, dann kann ja jeder kommen. Weist euch mal aus, Richter Johann. Hier gibt's nur einen Richter, und der bin ich. Und ja, keine Faxen. Wir sind schwer bewaffnet und zu allem bereit. Seid ihr Magnus oder Wolf Eisenfaust? Der Vorsitzende Rutger schickt mich. Du hörst von da oben so ein bisschen Gerappel, dann erstirbt das Schlagen des Topfes auf einmal. Ein bisschen mehr Gerappel und Graune. Dann wird plötzlich der Besenstiel zurückgezogen. Also einer der Musketen. So? Der Vorsitzende schickt euch? Ja. Schon wieder einer? Und wer ist der Rest von der Gruppe? Dies sind Shivan, Mauser, Said und Solon. Sie haben alle Geschäfte oder dergleichen hier in Tumblr. Wärt ihr vielleicht so freundlich, nicht auf uns zu zielen und herauszukommen, sodass wir uns unterhalten können wie zivilisierte Menschen? Er schickt schon wieder einen Richter hierher. Was dann mit dem letzten passiert? Einverstanden! Der Richter soll sich dem Wachturm nähern! Ich komm runter! Und der Rest? Glaubt ja nicht, dass mein Vagant hier euch auch nur für einen Moment aus den Augen lässt. Ja, man dreht sich nochmal zu den anderen um, nickt dann und macht sich auf den Weg Richtung des Turmes. Tatsächlich kannst du sehen, wie sich von dort oben der kürzere Lauf zurückzieht, während immer noch eine zittrige Hand eine Muskete dort hinaushält. Nur erkennen kannst du nicht, wer da hinter der Muskete steckt. Das Erste, was du sehen kannst von Magnus, ist ein gewaltiger Hintern, der sich unter dem hochgeschlagenen Mantel knarzende Leiter vom Wachturm herunter wuchtet. Der Richter ist wohl etwas aus dem Leim gegangen. Und als er unten an der Leiter ankommt, muss er sich erstmal abstützen und ein bisschen verschnaufen. Er lässt dich dabei nicht aus den Augen. Hinter ihm klettert ein Mädchen die Leiter herunter, deutlich behender als der alte Richter, und reicht ihm eine Pistole an. Das Mädchen ist wie alt? Ja, das Mädchen scheint so vielleicht 11, 13 Jahre alt zu sein oder so. Okay. Es drängt sich ganz eng neben den Richter. Kleines, blasses Nichts im Schatten eines feisten Mannes. Der Richter schwitzt, Staub klebt an seiner Stirn. Er steht da einigermaßen schwankend. Die Pistole, nicht auf dich gerichtet, aber er hält sie am ausgestreckten Arm. Ja, man bleibt ein paar Meter vor ihm stehen und tippt sich dann an den Hut. Richter Magnus, nehme ich an. Er tippt ebenfalls an den Hut. Magnus! Stadtrichter Magnus! Er legt dem Mädchen eine Hand auf die Schulter und schiebt sie so ein bisschen vor. Das ist Amsel, meine geliebte Frau. Da oben im Wachturm, mein Schwager, Spatz. Das Mädchen starrt dich etwas ungläubig an. Der Richter sagt zu ihr, Schatz, nicht starren. Wendet er sich wieder dir zu.
Ihr sagt, Rutger hat euch nach Champla geschickt. Ich hoffe, ihr bringt keinen Ärger mit. Davon haben wir wahrhaft genug gehabt in letzter Zeit. Nein, ich bin hier, weil der Richter Eisenfaust sich nicht rückgemeldet hat von seiner Patrouille nach Champla. Und der Vorsitzende sich fragt, was hier vor sich geht. Eisenfaust, ja, das... Das ist eine dumme Geschichte. Wie man besser bei einem gepflegten Bier und einer Schüssel Eintopf zählt. Könnt ihr für die da bürgen? Natürlich kann ich das, sonst wäre ich kaum mit ihnen hierher gereist. Na gut. Na gut. In Ordnung. Ich führe euch rein. Ja, Mann. Er flüstert seiner Frau etwas ins Ohr und die Kleine rennt sofort in Richtung des dahintergelegenen Gebäudes. Ein langgezogener Bau mit ein paar seitlichen Anbauen. Ja, man winkt die anderen hinterher. Ja, wir schließen auf. Ja. Sagt Magnus, sind hier in letzter Zeit Helvetiker durchgekommen? Helvetiker? Ja. Hier kommen selten Leute vorbei. Das merke ich. Wir haben einen guten, ein, zwei Tagesmärsche von hier, sind wir auf zwei Leichen gestoßen. Ein Helvetiker und ein Chronist, wie es scheint. Der Richter nimmt den Hut vom Kopf. Fächert sich Luft zu, er schwitzt jetzt noch schlimmer als vorher und kratzt sich am Schädel. Herr Wittiger, ein Chronist, ja? Ja. Diese beiden. Er zeigt auf die beiden, auf den Pferderücken. Ja. Festgemachten Leichen. Oh, verflucht. Oh, verflucht. Also, kennt ihr sie? Das wird dem Doktor nicht gefallen. Das wird ihm ganz und gar nicht gefallen. Er ruft hoch zum Turm. Spatz! Spatz, du hältst die Stellung! Ich muss kurz was mit Dr. Wallenstein besprechen. Oh, das ist gar nicht gut. Dr. Wallenstein? Ja. Ein Spital, ja, nehme ich an. Ja, richtig. Er hat hier so eine Forschungsstation eingerichtet. Vor einer Woche oder so. Er war mit dem Richter, dem Helvetiker und dem Chronisten unterwegs. Und ihr erwähntet Probleme, die ihr habt. Ja, es ist eine komplizierte Geschichte. Das erzählt der Doktor vielleicht besser als ich. Dann sollten wir uns mit dem Doktor unterhalten und, ja, geht einfach voran und folgen. Ihr lauft tiefer in den Ort hinein, wobei Ort eine grobe Übertreibung ist. Denn der Ort besteht aus wenig mehr als zwei Gebäuden. Ihr könnt einen langgestreckten Bau zu eurer Rechten sehen. Ihr müsst euch die Karte quasi... Unten habe ich eine Windrose aufgemalt. Also oben ist Süden und unten ist Norden. Ein langgestreckter Bau. Auch hier eine eher einfache Bauweise. Hölzerne Mauern und ein aus irgendwelchen Metallresten aus Schrott zusammen. Gezimmertes Dach, ein Geschoss,
sieht's von außen aus, ein Geschoss und vielleicht unter dem Dach noch Räume. Und zu eurer Linken eine alte Scheune mit einem Anbau. Dort steht auch das Windrad. Das schon allein durch seine Aufbauten, seine ganzen Antennen und Sensorien und solche Dinge auf Chronisten schließen lässt. Dahinter könnt ihr noch einen größeren Platz sehen, wo auch ein Richtblock steht. Und zu eurer Linken einen zäunten und teilweise überdachten Acker, wo ein bisschen sprödes Getreide der Hebung trotzt. Rings um das Gebäude zu eurer Rechten sind noch einige größere Metallgebilde aufgestellt, die so ein bisschen aussehen wie, ja, wie so flache Silos. Sind nicht besonders hoch, aber so kesselartige Gebilde. Als ihr euch dem langgestreckten Gebäude nähert, geht dort die Tür auf und zwei junge, lange Burschen treten heraus. Beide mit irgendwelchen Ackergerät, also eine Sense oder Dreschflegel oder eine Harke bewaffnet, und hinter ihnen tritt ein Spitalier aus dem Gebäude heraus. Eine Art Gewehr im Anschlag mit zwei seltsamen Kolben darauf und hält geradewegs auf euch zu mit seinen beiden Begleitern. So etwa 10 Schritt vor euch, 5 Schritt vor euch bleiben die drei stehen. Auch der Richter bleibt stehen. Magnus, wer sind diese Leute? Haben sie sich ausgewiesen? Ich habe doch gesagt, du sollst niemanden hereinlassen. Wer seid ihr? Ich trete einen Schritt vor und sage, ich bin Said, ein Schüler Akebas von Riga, hat mich geschickt, um euch bei der Expedition in den Norden zu unterstützen und von euch zu lernen. Stadtrichter Johann. Dr. Wallenstein nehme ich an. Formulant Wallenstein. Der Richter hier übertreibt es gerne ein bisschen. Ja, verstehe. Hippokrat von Riga hat euch geschickt? Nun ja, mich zumindest. Die anderen Herrschaften haben, denke ich, auch ihre Agenten hier in Tumblr. Er musste dich... Aber ich wurde mit meinem netten Führer Solon hierher geschickt. Wir haben diese drei auf dem Weg getroffen und sind, aber alles Nähere können wir später erzählen. Wallenstein nickt Solon zu, den scheint er zu kennen. Er nickt auch zurück. Eine Nanubier sieht man hier, weiß Gott, selten. Von Riga hat mich nicht darüber informiert. Ich bin der Umgebung entsprechend vorbereitet und ich werde sehr gut, ich denke, ich kann euch sehr gut unterstützen bei eurer Arbeit. Nun, schauen wir mal, wann wir zu der Arbeit kommen werden. Er zeigt in Richtung zu dem Chronistenalkoven. Und jetzt, da ihr an seiner Vorderseite vorbeigegangen seid, könnt ihr auch erkennen, dass das Gebäude einige Schadensspuren aufweist. Allein schon die große stählerne Tür, die dort eingelassen ist, mit der 2 hoch 16 Bemalung,
hat eine gewaltige, einen gewaltigen Schmiss. Es sieht so aus, als hätte jemand versucht, sich mit einer Axt oder sowas gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Das Gebäude ist auch noch an ein paar anderen Stellen demoliert. Und unter anderem scheint die Funkanlage in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein. Sieht aus, als hättet ihr hier ein paar Probleme. Alles kaputt. Das kann man doch so nicht lassen. Mich würde eher interessieren, wer für den Schaden verantwortlich ist und was hier eigentlich vor sich geht. Nun, das ist eine lange Geschichte und wahrscheinlich nicht die einzige, die ich erzählen muss, aber den Übeltäter für die Schäden an dem Alkoven haben wir bereits dingfest gemacht. Oh? Das, wir mussten zwar leider einen hohen Preis dafür bezahlen. Ich kann mir noch nicht so recht einen Reim darauf machen, was es damit auf sich hat. Das war ein Mann, der die Tür eingerissen hat. Das war ein Mann, so könnte man das sehen, ja. Der muss ziemlich groß gewesen sein. Ein äußerst übernatürliches Wachstum, möchte ich meinen. Ja, richtig. Ich würde auf synthetische Steroide tippen. Zum Muskelaufbau. Wie ich sehe, haben sie nicht untertrieben. Ich denke, es ist am besten, wenn sie uns alles erzählen. Ja. Ist der Mann tot? Noch nicht. Und ich habe nicht vor, es dazu kommen zu lassen. Er schaut jetzt auf eure Rösser und erkennt die beiden Leichname. Also er sieht, dass da zwei Leichname liegen. Zeigt in die Richtung, meint, was hat das damit auf sich? Wir sind unterwegs, etwa zwei Tagesreisen von hier, auf zwei Leichen gestoßen. Einen Helvetiker und einen Chronisten, wie es scheint. Für einen Moment scheint er die Fassung zu verlieren. Das Gewehr, das er trägt, baumelt plötzlich nur noch am Gurt an seiner Schulter herunter. Dann fasst er sich, geht ein paar Schritte auf euch zu, beugt etwas unruhig das gewaltige Ross, das eine von den Leichen trägt. Macht dann so einen kleinen Bogen um Vorderseite des Rosses, nähert sich der Leiche. Ich darf doch. Nur zu. Schlägt am Kopfende die Decke zur Seite. Ringt einen Moment mit Fassung, drückt dann den Rücken wieder durch, schlägt es wieder zu. Linux. Geht zu dem anderen Leichnam, identifiziert ihn. Und Aaron. Dann, Sie kennen die beiden Verstorbenen? Ja, ich kannte sie. Reise- und Kampfgefährten, könnte man sagen. Kannten uns noch nicht lange, aber das... Nun, wenigstens können sie jetzt Wolf Gesellschaft leisten. Meinen Sie den Richter Eisenfaust? Er wendet sich an die beiden Burschen. Franz, René, nehmt die Leichname von den Rössern. Bringt sie ins Gasthaus, ich will sie mir noch einmal ansehen. Eisenfaust, ja. Er liegt hinter dem Gasthaus. Genauso wie die Mutter des Richters. Also, Moment mal. Vor
Kommandant Wallenstein, erzählen Sie mir alles, was hier passiert ist. Jedes Detail. Er schaut sich einmal, schaut alles einmal den Blick noch so über die Hügelkuppe wandern auf den Wachturm und meint dann Tränen. Man nickt knapp. Der Richter macht schon freudig einen Schritt in Richtung des Gasthauses, als Wallenstein die Hand an der Brust aufhält. Und sagt, ihr solltet zurück zum Wachturm, Richter Magnus. Wer weiß, ob den hier jemand bückt ist. Ich lasse Amsel was zu essen bringen. Er scheint ein bisschen enttäuscht zu sein. Jetzt hätte er sich schon sehr auf sein Abendbrot gefreut. Will nochmal widersprechen, aber überlegt sich's dann anders. Und meint dann noch, aber ihr erstattet nachher mir Bericht, Wallenstein, ja? Da hat Wallenstein sich schon wieder umgedreht. Der Richter watschelt in Richtung des Wachturms zurück mit herunterhängenden Schultern. Als Wallenstein an dem Pferdekopf vorbeigeht und an Shivan vorbei, streckt Shivan ganz kurz seine Hand aus, um ihm so nicht fest, sondern nur so halb die Hand auf den Arm, die Schulter zu legen, so im Vorbeigehen. Dass er kurz anhält und meint zu dem Spitalier mein Beileid für euren Verlust. Er streckt wieder, versucht wieder eine möglichst gerade militärische Haltung einzunehmen und meint dann, ich danke euch, Fremder. Aber es ist nicht so sehr mein persönlicher Verlust. Ich fürchte, wir werden den Konsequenzen ihres Todes in eine noch schwierigere Lage geraten, als wir es ohnehin schon sind. Drinnen. Ihr könnt euer Pferd hinter dem Gebäude beim Lager anbinden. Dort gibt es auch Wasser und Strom. Vielen Dank. Wenn du das Pferd, wenn du Sakaar und Kolek und Johann seine Meere hinter das Gasthaus führt, könnt ihr dort auch eine kleine Reihe von Gräbern sehen, von denen eines noch recht frisch ist. Und es sind einfach nur relativ einfache Erdlöcher, man kann so ein bisschen die Erhebung sehen, und auf dem einen von den Gräbern liegt ein Lederhut. Ich mach die Pferde da hinten fest. Ich zähl mal die Gräber. Wie viele sind das insgesamt? Da ist das eine mit dem Hut. Dann ist eines dort mit einem ja relativ schmucklosen Kreuz, auf dem Rose steht, eingraviert. Und auf dem Grab liegen so ein paar lockere Steine. Die wurden einfach abgelegt. Ansonsten sind die Gräber völlig schmucklos. Bei den anderen ist immer aus irgendwelchen Metallteilen oder einem Stück Holz oder ein paar Steinen oder so. Ist immer ein Kreuz, also wie bei den Schrottern. Kreuz drauf, die scheinen auch schon relativ alt zu sein. Okay. Das einzig frische Grab ist das mit dem Hut. Alles klar. Ja, dann mache ich die Pferde da fest, versorg beide. Schau nochmal nach, wie es beiden geht, wie sie die Reise überstanden haben. Ob der Klepper von Johann auch noch die nächsten Wochen überstehen wird oder uns in der Nacht abkratzen wird. Ja, er sieht nicht so aus, als würde er jetzt jeden Moment tot umfallen, aber das Tragen dieses Leichnams hat ihn schon noch zusätzlich ziemlich mitgenommen. Du siehst, dass er auch das Stroh eher so
ein bisschen lustlos zu sich. Okay. Er trinkt, während Sakata daneben steht und ordentlich seinen Durst stillt, ist der andere schlägt irgendwie immer. Der träge. Okay. Ja, ich nehme das zur Kenntnis. Schau dann nochmal nach, ob Sakara auch wirklich genügend Wasser hat bei dem Durst, den der immer an den Tag legt. Und dann suche ich vielleicht nach einer Tür, die es hinten gibt, dass man ins Gasthaus rein kann. Ansonsten gehe ich nach vorn und gehe vorne rum. Ja, ihr könnt auch von hinten ins Gasthaus hinein. Ist auch noch einmal eine Tür. Ja, dann gehe ich von hinten rein. Ist vielleicht ganz nützlich, mal den Hinterausgang zu kennen. Im Inneren erkennt ihr einen sehr, sehr großen Gastraum, der quasi fast die ganze Länge des Hauses einnimmt. Wobei der Richtung Süden liegende Teil abgetrennt wurde, notdürftig, mit einfach in den Raum gehängten Tüchern. Und ihr könnt sehen, wie die beiden langen Burschen gerade die Leichname hinter diesen Vorhang tragen. Und während sie das tun, fällt eine von den Klammern, mit denen es befestigt ist, ab. Bewegung, Vorhang, ja. Ein Stück vom Vorhang geht runter. Und ihr könnt dort auf einem der Tische liegend einen Berg von einem Mann mit kahlgeschorenem Kopf liegen sehen. Er scheint zu schlafen, er ist mit einer Decke zugedeckt, auf der das Rote Kreuz der Spitalia prangt. Und ihr könnt sehen, er schläft zwar, aber er scheint nicht wirklich zu ruhen. Er scheint sich irgendwie so wie im Delirium immer hin und her zu winden und sieht ganz schön verschwitzt aus. Also er scheint ein richtig hohes Fieber zu haben. Er sieht auch ganz aschfahl aus. Zu eurer Rechten ist eine offene Küche und der Rest des Gastraums. Der ist noch normal hergerichtet wie ein Gastraum. Ihr könnt eine knorrige Alte sehen, die gerade Schüsseln mit Eintopf füllt. Ihr könnt die zwei langen Burschen erkennen, wie sie die Leichname auf andere Tische in dem abgetrennten Bereich legen. Und einen dritten Burschen, der ihnen relativ ähnlich sieht, aber ein bisschen eng stehende Augen hat, ein bisschen der Rotz aus der Nase läuft und der eher so ein bisschen einfältig in einem Eck sitzt auf dem Boden, obwohl er bestimmt so 20 Jahre alt ist und dort mit irgendwelchen Holzfiguren zu spielen scheint. Der Formulant überwacht kurz die Ablage der Leichname, während die alte Frau euch sichtlich betrübt an einen Tisch bittet und euch dort dampfende Schüsseln mit Eintopf hinstellt und Becher mit Wasser und Destillat. Der Formulant gesellt sich zu euch. Nachdem die Leichname abgelegt worden sind, befestigt wieder den Vorhang zur Gänze, zieht ihn zu, nimmt vorher noch einmal kurz den Puls von dem Hünen, der da liegt, kommt dann zu euch zurück, setzt sich an den Tisch, leert erstmal das kleine Gläschen mit dem Destillat in das große Gläschen mit dem Wasser, nimmt einen tiefen Schluck und meint: Gut. Wo soll ich anfangen? Und da hören wir auf.